Dieses schöne Spiel trägt den Namen Keksäschen. Dafür begrüßen wir erstmal die Kandidatin der Abiturienten Larissa. Ein herzlicher Applaus! Ich muss darüber. Hast du dich irgendwie auf das Spiel vorbereitet? Kanntest du es ja? Nein, überhaupt nicht. Ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Also, wir machen es jetzt immer so, die Lehrer können unter sich entscheiden, wen sie für das Spiel auswählen. Aber wenn nach 30 Sekunden niemand ausgewählt wurde, wir haben hier jemanden, der die Zeit misst, suchen wir das aus. Das könnte jeder sein. Also, aber die Lehrer dürfen jetzt nicht hier zweimal immer denselben nehmen oder jedes Mal Tilo. Das geht ja nicht. Wir dürfen das aber schon. Aber wir haben hier kompetente Zeitmessmenschen. Also eure 30 Sekunden laufen ab jetzt, wen ihr auswählt fürs Keksessen. Mir geht es wunderbar, da ich weiche Keks schon habe. Also würde ich sagen, halt durch. Also sind Sie hungrig. Aber wie? Vor allem gerne so schon. Ja, aber Sie wollen die Keks, das ist nicht die Dame. Ja, nur die Keks, ne? Also, ganz kurz zu den Regeln. Ist sehr einfach. Wir haben hier diesen Keks. Nur echt mit 52 Zähnen. Und das erste Spiel fängt total spannend an. Und zwar müssen die Kandidaten sich den Keks auf die Stirn legen. Ungefähr so. Und dann mit spastischen Bewegungen in ihrem Gesicht zum Mund führen. Allerdings ohne irgendwie Hände, Füße oder weiß nicht, was sie da noch in ihrer Jacke haben, zu benutzen. Das dürfen sie. Sie dürfen den Kopf. Sie dürfen alles machen über die Nase, Sie können es an den Wangen lang, über die Ohren, wie Sie es können oder wollen. Wir machen einfach die besten zwei von drei und wenn er runterfällt, ist verloren. Ne? Also es wird spannend. Es gibt keine Proberunde, ihr könnt euch den Keks aber gerne erstmal auf die Stirn legen. Meinen Sie richtig? Ja, okay, mach das. Jam, das sieht gut aus. Ja, genau, nochmal ein bisschen Applaus, die Stimmung machen. Es kommt alles ins Abitur. Ja, die Lehrer dürfen sich natürlich auch anfeuern, wenn sie ein bisschen Stimmung machen. So, okay, wollen wir anfangen? Dann gebe ich die erste Runde jetzt frei. Oh, es sieht spannend aus. Der typische Nein-Gag. Oh nein, das ist er. Den können Sie aber nochmal nehmen. Das soll ja auch nicht einfach sein. Das sieht aber komisch aus, deswegen. Nie, wir haben gerade erst erfahren, dass es das Spiel gibt. Ein bisschen anfeuern dürft ihr auch. Also. Es ist nicht einfach. Wir hätten es vielleicht doch mal üben sollen. Der ist kaputt, das kann man ja, da haben wir das schon verloren, der erste. Ne? 1-0 Abiturienten. Kaputter Keks kann man nicht machen. Geht leider nicht. Ja. Oh, Gernot ist nah dran, aber lange. Oh! Das ist das 1-1. Spannend. Larissa, wir müssen uns anstrengen, das erste Spiel können wir nicht gönnen. Nachher glauben die noch, sie können uns schlagen. Also zweite Runde geht schon los, ne? Ja, jetzt schnell aber. Noch ein Stückchen. Geht sofort weiter. Guck ihn einfach zu, ich muss mal kurz zur Regie. Ich bin wieder da. Hat irgendjemand gewonnen? Gernot
der hat nur 51 Zähne. Und es geht einfach nicht. Ja, klar, sie hat er das. Ja, da ist er wieder unten. Nein, haben sie Glück. Also zwei aus drei. So, jetzt nach der Zeit wird der Keks auch langsam schweißfeucht, dann fällt er besser. Jam. Will jemand Keks? Ja, das ist es, glaube ich, auch. Könnt ihr mal mitklatschen, das Keks? Mensch, haben die Kinder echt die Kekse, wir machen eine Liebe. Okay, dann haben die Abiturienten, egal, macht ihr alles oder nicht, Sieg oder Niederlage. Oh, er ist vorbei. Das war der erste erschlichene Punkt an die Abiturienten. Aber es zählt nur ein Punkt heute. Ja, aber sie, das ist der zweite Dame, und 2 von 3, damit. Aber trotzdem, erstmal herzlichen Applaus, da muss ich das gemacht, das auch nicht. Okay, hier wird geschluckt, auf die Schatz. Das ist jetzt geschummelt. Und, war denn schwierig, der Wettkampf? Es war eine Herausforderung für dieses Gesicht und meine Feinmotorik, aber eigentlich gar nicht schwierig. Das ist cool. Werden Sie bei jedem Kaffeekränzchen dran denken, oder? Auf jeden Fall, bei jedem deutschen Butterkeks. Ja, danke erstmal an Gernot Mertens. Hat er gut gemacht, oder? Ja, geil. Wieso kriegen die Lehrer einen Punkt? Achso, für dich. Verstehe. Aber damit geht das erste Spiel an die Abiturienten. War das ein überraschender Sieg oder war klar? Mertens war ja schon sehr, sehr nervös, muss man sagen. Aber beide haben sich voll ausgenommen. Finde ich auch. Ein schöner Schnauzer. Uli, was sagst du dazu? Ja, war natürlich sehr überraschend, weil es wurde ja auch nicht gut bei uns. Ne? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Herr Dreckhaus, die kommen auch noch dran heute. Und Georg, erste Blamage für die Lehrer oder erst ein paar Punkte geschenkt, damit ihr richtig aufbauen könnt? Die hinteren spielen Sachen so an, wer Kompetenz hier beweist, ja. Und ja, stimmt, Schnauze ist geil. Ja, muss man sagen. Aber der erste Punkt an die Abiturienten, aber da kommt noch mehr. Oh, Herr Bieber ist da, endlich! Nochmal ein herzlicher Applaus an die Schüler aus dem Kreis der Jörg Becker. Schön. Wir wissen gar nicht, welches nächste Spiel ist. Aber Herr Behford, schön, dass Sie es machen konnten. Ja, ich bin immer gerne hier, ne? In der Schule. Ja, ich auch. Ich war jedes Jahr war ich immer gerne hier. Ich komme auch wieder. Nächstes Jahr. So.